Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist DoubleCD und willkommen zu einer neuen Folge von Dizzy's Factory zusammen mit dem DNER. Hallo Dena. Hallo. Hey, du stehst da mit dem Rücken zu mir, du bist ja richtig asozial drauf. Sorry. Also, ja, ich bin auch am Grübeln, weil ich muss mich in die stille Ecke stellen hier, so. Weil ich wurde richtig fertig gemacht von den Kommentatoren. Was ist denn los? Was ist denn los, Dena? Was ist denn passiert? Der Aufzug hat gewonnen und ich habe verloren. Der Aufzug hat gewonnen? Ja, ich war im Katerkampf gegen den Fahrstuhl, Aufzug, war es das gleiche, letzte Folge. Und ich habe versucht, den hier so zu bauen, dass es alles funktioniert und ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ach, den hier? Okay. Ja, weil ich wollte ja eigentlich andersrum drehen, dann wird ja viel mehr Sinn machen, dass er umgedreht ist und es direkt da sozusagen reingeht. Aber immer wenn ich das gemacht habe, dann hat er sich unten in die falsche Richtung gedreht und ich habe es ja auch bestimmt 3-4 Mal probiert und nicht hinbekommen. Dann dachte ich, oh, geht wohl nicht. Und dann habe ich es einfach dabei belassen. Wir haben es auch, würde ich sagen, ganz okay so geregelt hier, aber ich habe schon... Aber der kann sich doch auch unten drehen, der hat nicht an allen Seiten einen Input, ne? Aber ist doch viel schlauer so, weil wenn du den andersrum gedreht hättest, dann wäre das viel zu steil. Nein, man könnte ihn einfach flacher machen bis hier und dann würde er direkt reingehen. Ach so, stimmt. Man könnte das wird schon ziemlich perfekt gehen eigentlich. Das war ja auch mein Plan so. Aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Und ich habe mich da irgendwie blöd angestellt und dann haben da... Ich bin jetzt richtig fertig gemacht. Die Leute denken, ich habe keine Kompetenz mehr. Die haben gesagt, nein, ich darf gar nichts mehr bauen. Nein. Ich versuche mal zu bauen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du das hinbekommst. Ich muss das erstmal kurz wieder abreißen. Also, du hast den hier. So kann man den drehen, in alle möglichen Richtungen. Genau, genau. So, ich hätte ihn jetzt gern so. Ja, dann genau, so hab ich auch gemacht. Dann ziehe ich den hoch. Und jetzt nochmal drehen. Und jetzt dann drehen. Ja, dann hat sich bei mir unten auch immer weggedreht. Und ich weiß nicht warum. Na, aber unten bleibt gleich. Warum? Bei mir hat er sich umgedreht. Ist ja in der Folge zu sehen. Er hat sich ja unten immer gedreht. Ich habe es ja mehrfach so gebaut, dass er hier oben in die richtige Richtung gezeigt hat und war immer unten falsch. Bau okay. Mal. Ist das jetzt hoch genug? Ich glaube ja. Hä? Jetzt will ich es selbst auch machen. Das verstehe ich nicht. Ich komme hoch. Also ich bin wirklich... Ich connecte schon mal hier das andere Jahr. Ich bin auch enttäuscht von mir selbst, dass ich das nicht hinbekommen habe, ja, aber ich schaue es nochmal. Schau mal mit hin, dann siehst du ja, wie ich es baue. Ja. Also so, hier, ne, so unten. Ja, richtig. Siehst du, ja, ist ja richtig jetzt gerade, oder? Ja, so ist gut. Jetzt ziehe ich hoch. Ja. Drehe es in die richtige Richtung. Und jetzt ist auch richtig. Ich schwöre es, es war jedes Mal unten falsch. Aber dann seht ihr, Leute, ich habe es auch hinbekommen. Ich weiß nicht, ob es ein Bug war letztes Mal, dass ich es nicht hinbekommen habe, weil ich habe es ja 3-mal versucht. Oder ob ich irgendwas Dummes falsch gemacht habe. Aber... Naja, danke für eure Kommentare, dass es trotzdem geht. Wie ihr seht, wir machen es jetzt auch richtig. Ja, aber ich wollte allgemein einfach dazu sagen, Leute, wenn wir irgendwas falsch machen, dann schreibt uns, wie es richtig geht und wir dann versucht uns zu helfen und nicht irgendwie einfach nur zu schreiben, ihr seid blöd, weil das hilft halt niemandem weiter. Und das war echt, letzte Folge war irgendwie 3-4 Top-Kommentare untereinander. Ich reg mich selten über Kommentare auf, aber da dachte ich wirklich, kann doch nicht wahr sein, dass da so viele Top-Kommentare untereinander sind, die alle sagen, du bist blöd, Dena, das geht anders, aber mir nicht schreiben, wie es geht so. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann es schon verstehen, natürlich, dass man zuguckt und dann so denkt, oh Mann, ey, warum versteht ihr das denn nicht? Aber die korrektere Art und Weise wäre es natürlich zu sagen, wie es richtig geht und jemanden zu belehren, anstatt einfach nur, das kenne ich auch von meinen Motorradvideos, die einfach immer so, alle immer so den Kopf über den Händen zusammenschlagen und so, du kannst doch nicht das und das, aber nicht mehr sagen, warum nicht das und so und wieso und was vielleicht besser wäre oder mal einen guten Rat geben oder so. Das ist auf jeden Fall immer der bessere Weg, wenn man jemanden beim Versagen zuguckt, dem vielleicht eher einen guten Rat zu geben, anstatt sich einfach nur über den lustig zu machen oder irgendwie sich über den abzufacken oder so. So, allgemeine moralische Themen heute hier bei Dizzy's Factory, Leute. Ihr wisst für die Zukunft Bescheid. Also, falls wir verkacken, sagt gerne, dass wir verkackt haben und wie wir es besser machen können und nicht nur, dass wir verkackt haben. Weil das hat sich ja bei Felix, glaube ich, letzte Folge sowieso schon so angefühlt, als du den versucht hast zu drehen. So, dass es irgendwie nicht geil war, das haben wir dann auf jeden Fall alle herausgefunden. So, was ich heute eigentlich machen will... ist folgendes, und zwar mal eben auf ganz locker flockig mal eben eine Schusswaffe. Mal eben auf spontan eine Schusswaffe, denn wir haben hier die Amir-Pistole und Amir-Stachelmunition und plus einen weiteren Slot, den wir freischalten können. Alles, was wir dafür brauchen gerade, ist eigentlich nur noch ein bisschen Draht. Hier, die Platten haben wir. Warte mal, die hätte ich auch irgendwo auch im Inventar. Hier sind die Rotoren. Eisenplatten habe ich. Nee, wir brauchen Draht, wir brauchen nur Draht. Unser allbeliebter Draht, so ungefähr 380 Stück. Du benutzt gar nicht unsere Flugdinger hier, Izzy. Nee, nie irgendwie. Nee, nie irgendwie so richtig. Ich laufe auch, glaub ich, gerade richtig kompliziert. Und das Ding ist, wir brauchen ja gar nicht mehr in den Weltraum gucken, in unserem Weltraum-Ding. Warte mal, haben wir hier noch Da gibt's nichts mehr. Weil da gibt's nichts mehr zu machen einfach.
So, hier schnabuliere ich mir noch ein paar weg. Kabel werden auf jeden Fall auch noch gemacht. Lol, okay, kümmerst du dich vielleicht um die Kabel? Um den Draht, Draht meine ich, nicht Kabel, Draht. Weil das dauert ja übelst lange, ne? Ja, Kabel sind komplett voll. Draht brauchen wir halt. Ja, ich sag dir, wie das geht. Das ist eine ganz, ganz einfache Geschichte. Und zwar werde ich einfach einmal hier das Stück. Ja, mache ich einmal kurz. Achso, du machst einfach mal kurz, du pausierst das einfach mal. Da musst du es nicht beantworten. Richtig. Ne? Okay, und ich guck mal gerade, was wir denn jetzt für die weiteren Hub-Upgrades brauchen. Ich weiß nicht, ob ich mich heute ein bisschen anders anhöre, Leute. Ich experimentiere noch ein bisschen mit dem Audio-Setup hier rum. Ich wollte nämlich noch gucken, um wirklich richtig weit zu kommen hier bei der Infrastruktur und die nächsten Förderbänder zu machen, die auch richtig krass aussehen, da brauchen wir in Masse auf jeden Fall noch die modularen Rahmen. Aber die schweren, also die verstärkten. Das heißt, ja, das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die wir auch automatisieren sollten. Das heißt, während sich Felix gerade um den Draht kümmert, kann ich auf jeden Fall mal gucken, dass wir eventuell es noch schaffen, einen zweiten von diesen riesigen Fabrikatoren hier zu machen. Den würde ich dann einfach, glaube ich, ziemlich direkt daneben setzen. Hier Fabrikator, da brauchen wir auch nochmal die schweren Rampen. Wir brauchen dafür auch 5 Computer. Die haben wir ja mittlerweile hier gemacht. Wir haben richtig viele Computer schon, schau das mal an. Yes. Fleißig wird das alles hier zusammengebaut. So, ich nehme mal 5 direkt mit. Die haben wir schon dann direkt. Da haben wir schon über 30. Jetzt brauchen wir nur noch die schweren modularen Rahmen. Und die müssen wir ja gerade noch per Hand machen. Und das kann es ja hier nicht sein. Ne? Das ist ja hier nicht die Lösung, dass wir hier so was per Hand machen müssen. Deswegen gucke ich mal gerade, dass ich kurz noch 4 per Hand hinbekomme. Und kann dann können wir uns direkt. Kannst du schon bauen? Ich krieg bestimmt alles hin. Also 4 schwere modulare Rahmen brauchst du, ja? Genau, ja. Kümmere ich mich drum. Oh, warte, ich kann es sogar selber, glaube ich, machen. Ich glaube, ich habe gerade alles. So besser. Haben wir noch eine zweite Werkbank? Ist die weg? Ach, nee, jetzt hier doch auf dich daneben. Doch hier. Schwere modulare Rahmen. So, 2 kann ich machen, dann brauche ich aber immer noch 2. Dann kann ich bestimmt auch noch was machen, schau mal. Also. Nee, mir fehlen noch die Encased Beams, die kann ich aber machen. Okay, ja, ich kann die machen, ist gar kein Problem. Sie 2 Stück brauchst du, sagst du, ja? Ja, 2 Stück brauche ich nur. Mal, okay, dauert kurz, weil ich die Encased Industrial Beams machen muss, aber dann haben wir das. Nice, dann haben wir hier den Fabrikator. Dann brauchen wir nur noch ein bisschen was, um Förderbänder zu machen. Mhm, dafür brauche ich ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ja, ja, wir haben alles am Start. Oh, lol, wir haben doch richtig viel Draht. Wir haben richtig viel Draht hier in der Kiste. Lul, wie ist denn das da reingekommen? Das war ich wahrscheinlich. Leute, zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Boom! Amir-Pistolen sind freigeschaltet. Alter Falter. Oh, wir haben auch ein Alternativrezept für modulare Rahmen, sehe ich hier gerade. Amir-Pistolen. So, warte mal, die machen wir doch safe hier in unserer Ausrüstungswerkstatt. Jawohl. Da machen wir die Munition. Die Munition ist super easy. Die machen wir einfach nur mit Eisenstangen. Also das ist auf jeden Fall kein Problem. Und die Pistolen selber, dafür brauchen wir auch nur noch ein paar Eisenstangen und ein paar verstärkte Eisenplatten. Also ganz easy. Ja, warte mal hier, ich drop dir hier nochmal was. So. Und natürlich noch den großen modularen Rahmen. Den einen hier. Da, den kannst du auch noch nehmen. Kannst du auch die letzten machen, weil mir fehlen noch so Basics-Sachen dafür. Die muss ich sonst holen, aber wenn du eh da hast. So Eisenrohre und sowas. Ja, ich habe alles am Start. Perfekt. Top, dann haben wir das auch schon. Und jetzt geht's hier ran an die Pistolen. Dafür brauchten wir noch Eisenstangen. Eisenstangen ist das Einzige. Die habe ich hier. Zack. Oh, nicey. Leute, nice. Da ist die Amir-Pistole. Uff. Ich crafte sie. Ich hau schon ab, ich will nicht getroffen werden. Noch eine machen. Ist ja übelst günstig. Und jetzt mache ich ein bisschen Muni. Muni, 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 Muni. Nice, wie günstig die Munition ist. Einfach nur Stangen. Chillo. Und jetzt haben wir ja unseren weiteren Platz im Inventar. Boah, wir haben sogar 4 Plätze jetzt mittlerweile. Ach, das war ein Inventarslot, den wir freigeschaltet haben jetzt mit dem Upgrade wahrscheinlich. Also ein Handslot, nicht ein normaler Inventarslot, sondern ein Handslot. So, da haben wir, nee, vier Handslots haben wir, aber unser Inventar ist auch richtig schön groß. Ey, nicht schießen, Izzy, nicht schießen. Alles gut, also Izzy, nicht schießen. Izzy, was ist denn los? Du triffst mich eh nicht. Boah, lol. Keine Chance. Keine Chance, Izzy, triffst mich nicht. Oh nein, oh nein, 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 nein. Yo. Das war ganz schön knapp. Oh. Ja, jetzt muss ich erstmal hier hochkommen. Ne?
es erstmal schaffen. Ja! Das ja! Hab ich getroffen? Ja, aber es hat keinen Schaden gemacht, ich bin nur runtergefallen. Macht keinen Schaden bei dir? Doch, das macht Schaden, doch. Und man fliegt halt auf den Boden, bleibt erstmal liegen. Aber du schaffst es nicht hoch, jetzt. Hey! Ja! Was ist das? Ich bin jetzt fast tot. Echt, macht doch Schaden? Ja! Hey, ich bin nur zwei Herzen. Komm, wir machen faires Battle, ja? Ich bin Ehrenmann. Wir machen faires Battle. Ehrenmann, ja. Du hast mir alles schon weggenommen. Ja, gib Waffe. Da. Und hier. Okay. Wie viel Schuss ist das? Man muss immer jedes Mal nachladen. Du hast 12 Schuss jetzt bekommen, aber man muss nach jedem Schuss nachladen, wie bei also einer Pumpgun oder so. Ja! Nein! Und hast du was zum Regenerieren? Ja. Nee. Oh, fast! Nur mit dem Movement, auch wenn man so schnell hier ist. Oh, ach, das, aber knapp, das sieht aus, sein. Als würde man so kleine Silvesterraketen abschießen. Ja! Triffst du mich? Nee. Nein. Fuck, ich auch nicht! Nee, aber sobald man sich beide bewegt, ist es echt schwer, sich zu treffen. Hast du dich getroffen? Ja, aber ich bin nicht zusammengefallen irgendwie. Ja. Strange. Was verschießen wir eigentlich die ganze Zeit an Munition? Eisenstangen. Jawohl! Wie geil das aussieht, wie du in der Luft so zusammensackst einfach. Au! Yes! Oh, meine Waffe bleibt aber oben. Ey! Ey, nee, ist nicht dein Ernst. Nein! Nein, ich bin gleich down! Nein. Ich hab keine Waffe mehr! Ich hab keinen Schuss mehr! Okay. Nein! Nein, ich bin fast tot! Ja, er ist down! Nice! Das war jetzt einfach Rache, du wolltest mich auf jeden Fall töten. Wenn du mehr Muni gehabt hättest, dann hättest du das auf jeden Fall gemacht. Damit müssen wir auf jeden Fall auf Monsterjagd auch gehen. Das ist schon ein richtig geiles Ding. Hab ich jetzt irgendwas zum Nachladen? Zum Essen? Nee, nichts dabei. Na toll, jetzt begebe ich mich ja richtig in Gefahr. Naja, Leute, das ist auf jeden Fall die Waffe, unsere allererste Schusswaffe. Ist ganz cool. Man merkt auf jeden Fall, dass da extra noch mal ein bisschen Platz nach oben gelassen wurde. Mit diesem einzelnen Schuss und so. Und man kann auch gar nicht anvisieren. Man schießt einfach... Was war das da für ein Schatten gerade? Ach so, das war unser... Ah, unser Hub ist gerade wieder zurückgekommen. Beziehungsweise unsere kleine Flugmaschine. Ja, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Platz nach oben. Keine Ahnung, ob das jetzt mit einem Update oder so noch kommt. Oder was weiß ich. Hier sind auch immer noch die ganzen Gasmasken. Das Jetpack wäre auch noch so geil. Wir müssen auf jeden Fall die schweren modularen Rahmen hier noch automatisieren, bevor wir uns hier auf nochmal Entdeckungstour vielleicht begeben, um vielleicht noch ein paar Schneckchen zu sammeln und mal hier auf... Das wäre auch krass. Weißt du, was echt krass wäre? Wenn wir irgendwann auf Entdeckungstour gehen und wirklich so viele Schneckchen sammeln, dass wir alles auf Maximum übertaktet hätten. Das wäre eigentlich richtig krass jetzt, wo wir eine Schusswaffe hätten, oder? Ja, aber... Und dann auf Schneckchenjagd, aber du meinst, wie Schneckchen brauchen wir es ja nicht, oder was meinst du? Doch, für die Schneckchen, damit wir dann die ganzen Übertakte haben. Ach so, ja, okay, ja, auf jeden Fall, natürlich, klar. Damit wir alles irgendwann auf Maximum, dann ballert hier einfach alles durch, das wäre richtig krass. So, warte mal, ich gucke jetzt mal gerade den Fabrikator, weil dafür, wie gesagt, brauchen wir jetzt ja auch erstmal, um zum Beispiel das Jetpack zu machen, weil ich glaube, so mit Jetpack auf Jagd zu gehen, auf Schneckchenjagd, wäre mit Abstand das Geilste, weil die Schneckchen ja auch meistens immer irgendwie irgendwo oben sind. Und deswegen sollten wir eigentlich relativ schnell ans Jetpack kommen. Das wäre, glaube ich, das Entspannteste. Kann man eigentlich... Warte mal, mir fehlt irgendwas, um einen Strommast zu bauen. Ach, wir brauchen noch Kabel und auch Stangen. Kabel und auch Stangen. Haben wir davon... Hast du noch Kabel und Stangen oder so? Oder haben wir davon was in der Base? Weiß nicht. Hast du noch was im Inventar davon? Ich habe Stangen, habe ich mir gerade ein bisschen geholt. Kabel habe ich auch. Wo hast du die Stangen her? Nee, ich bin ja auf dem Weg längs gelaufen. Achso, hast du auch einfach wieder abgefischt, ne? Ja, genau. Ja, okay, dann hole ich mir davon auch ein paar. Ah, das ist halt das Ding, ne? Dass wir kein Stangenlager haben, ist halt überhaupt nicht geil. Das sind halt die ganzen Geschichten. Wir müssen das... Upgradest du gerade ab? Ja, ja. Wir müssen auf jeden Fall... alles so upgraden, dass wir von allem genug haben. Bin genau da gerade dabei mit... Ach so, willst du die Stangen übertakten? Aber wir haben noch nichts zum Übertakten, ne? Da war noch ein paar Takte drin, aber der war nicht an. Oder das war ein Bug. Ja. So, okay. Ja, aber das war ein Bug. Okay. Das müssen wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen schöner machen. Das ist nicht so schön, aber das ist gerade ein anderes Thema. Wir müssen jetzt hier den Strommast... Kann man Strommast da oben auf Maschinen draufsetzen oder ist das ein No-Go?
Warum sollte man nicht? Weiß nicht. Weil es die Maschine auch einfach höher macht. Optisch aber geht, meinst du das, oder? Ungültiges Ziel. Ne, das funktioniert natürlich schade. Nicht. Schade. Dann machen wir den Strom. Das ist nicht erlaubt. Das ist alles nicht erlaubt. Okay. Dann machen wir hier das Stromkabel ab. So, ich glaube, das war ja das, was in den Fabrikator reingeht. Verbinden das hier mit dem Boy. Und von hier gehen wir dann wieder in die einzelnen Maschinen rein. So, ist connected. Top. Und hier sagen wir schwere modularen Rahmen. Das heißt, wir brauchen jetzt normale modularen Rahmen, die hier reinkommen. Stahlrohre, Encased Industrial Beams und Schrauben. Dann fangen wir direkt mal mit den Schrauben an. Die sollten auf jeden Fall das Einfachste sein, weil die sind ja sowieso schon hier oben irgendwo. Oder? Ach ne, wir haben hier oben noch gar keine Schrauben. Lol, da müssen wir ja... Ah doch, hier vorne sind die Schrauben. Ah, du hast ja den Aufzug gemacht. Ah, nice. Da machen wir jetzt hier noch direkt einen Splitter rein. Kriegen wir den hier rein? Logistik, Splitter... Oh, der passt sogar hier rein, so wie es aussieht. So. Nice. Könnte ein bisschen schöner sein, aber ihr habt euch ja beschwert, dass ich letztes Mal so übertrieben habe. Also lasse ich das einfach mal wieder. Und mach den ganz easy einfach. Wieso kriege ich jetzt keinen grünen Streifen da irgendwie, um das genau zu connecten? Ich werde es nicht so richtig verstehen. So. Von hier gehen wir jetzt... Oh, lol. Das wollte ich nicht. Von hier gehen wir jetzt da rein. Und von da gehen wir jetzt da rein. Und jetzt sind die Schrauben auf jeden Fall am Start. Jetzt brauchen wir noch Encased Industrial Beams. Stimmt, die sind auch hier hinten. Die hatte ich doch mal hochgelegt. Ach nee, hier habt ihr die Stangenproduktion nee, jetzt erhöht. Stimmt, wir kriegen jetzt doppelt so viele Stangen wie vorher. Nice, okay. Das sollte schon mal für ein bisschen was reichen. Oh, das restliche Zeug, das muss alles hochgelegt werden, sehe ich hier gerade. Muss alles noch hochgelegt werden. Dann machen wir das... Ne, das machen wir auch dahinter, so wie wir es da vorne auch gemacht haben. Ach ne, ist richtig. So. So, die Encased Industrial Beams. Hä, wo werden denn welche gemacht? Bin ich verwirrt? Wo machen wir die? Werden noch nicht gemacht. Die werden noch gar nicht gemacht? Nein, nein. Womit würden die denn gemacht werden? Mit einem Dings, mit einem Manufaktur, oder? Die sind auch ein bisschen komplizierter, ja. Stimmt. Brauchen wir einmal hier weg. Die brauchen Zement und Steel Beam. So kompliziert ist es eigentlich gar nicht. Zement und Steel Beam. Jetzt ist die Frage. Zement ist oben. Machen wir. Wir machen oben noch einen Manufaktor hin, wo wir das damit machen. Weil da haben wir sowohl Steel Beam als auch Zement. Ja, Steel Beams kommen hier an. Ja, da machen, machen wir das auch oben. Hey, das haben wir hier schon. Doch, wir machen schon ein Case Industrial Beams. Oh, ich bin wieder runtergefallen. Oh mein Gott, ich bin oben angekommen, wieder runtergesprungen. Izzy, wir machen schon ein Case Industrial Beams. Ja, ja, die werden nur noch für nichts verwendet. Die laufen die ganze Zeit hier rein ins Lager. Lol, was passiert hier? Ah, okay. Ach so, dann ist das, dann haben wir schon einen Manufaktor oben. Bin ich dumm? Ich bin schon wieder runtergelaufen. Was mache ich? Wie dumm bin ich denn? Ich komme ja gerade gar nicht drauf klar. Lol. Was ist das denn, Alter? Richtiger Brainfuck. Okay, ich konzentriere mich. Wir haben Kommentaren drin. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, ich bin jetzt oben. Eieiei. Okay, dann ist es wahrscheinlich... Oh mein Gott, ja, okay, hier die Übersicht zu bewahren ist aber auf jeden Fall auch so eine Geschichte. Hier ist nichts drin, dann ist es wahrscheinlich... Der hintere? Lol. Der erste. Der erste hier, ne? Ja, der erste. Ja, ja, okay. Alles klar, der erste. Kriegen wir jetzt hier eigentlich nochmal ein Fundament hin? Nee, das war das, was ich letztes Mal nicht so schön fand. Aber wie gesagt, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und dann müssen wir jetzt hier rüber... So, da brauchen wir noch die eine oder andere Plattform. Es sei denn, wir gehen komplett drüber, anstatt außen vorbei. Wäre auch noch eine Überlegung, komplett drüber zu gehen. Vielleicht wäre das auch mal ganz cool. Ah ne, wir können uns einfach hier anschließen. Ich habe nichts gesagt, Freunde, ich habe nichts gesagt. Wir können ja hier einfach noch eine Etage draufsetzen. Dafür war das ja eigentlich so oder so gedacht. Wir haben ja hier schon Durchgang. Und dann gehen wir von hier da hoch. Ah, da muss ich erstmal nochmal... eine kleine Zwischenstation machen hier. So. Von hier dann da dran. Und von hier dann hier rüber. Da einmal quer rüber. Yes. So. Sind wir hier angekommen. Und da müssen wir jetzt hier einmal komplett einmal im Kreis rüber. Ich würde sagen, wir müssen sozusagen bis hier hinsetzen. Hier sozusagen quer durch. Ja, ich mache jetzt hier nochmal einen Fördermast hin. So.
Was brauchst du noch für Sachen? Dann kann ich mich schon irgendwas anderes kümmern. Guck mal, was wir da drin brauchen, in dem Fabrikator, in dem letzten. Stahlrohre und modulare Rahmen noch. Die müssen noch ankommen. Dann gehen wir hier einen runter und den... Modulare Rahmen haben wir unten. Und machen jetzt hier zum Schluss noch einen Fördermast. Den machen wir dann auch direkt hier neben einfach, würde ich sagen. So. Ja, hier ist ein modularer Rahmen, okay. Ah, die werden gerade für gar nichts benutzt, die modularen Rahmen. Siehst du? Achso, jetzt brauche ich noch ein bisschen. Von cool, dem. Cool, da kann ich wieder einen Aufzug machen. Die beamen. So, da schnappe ich mir hier noch ein paar von. Das ist ja alles hier schnell abgreifbar, sag ich mal. Obwohl wir jetzt hier oben auch noch kein Lager haben, aber das ist alles machbar hier. Ich frage mich gerade, was mit Leuten ist, die jetzt gerade in diese Folge hier reingucken und vielleicht das Spiel auch noch nie gesehen haben. Die denken auch, was zur Hölle passiert da, Alter? Von ja, da nach Sicherheit. Da und hier und keine Ahnung und da nochmal ein Lager und da wird das verarbeitet. Nicht genügend Freiraum. Okay, dann habe ich den doch zu weit vorne gemacht. Dann muss der ein bisschen weiter rüber. Hier hin. Das müsste doch eigentlich klar gehen. Da oben ist auch noch das Riesenvieh, was da einfach lang fliegt. Das müssen wir auf jeden Fall auch mal attackieren. So, das kommt jetzt hier attackieren auch. Attackieren? Das hat doch gar nichts getan. Ja, aber wir müssen einfach mal gucken, was passiert. Wir müssen die Welt erkunden. So, das ist wie so eine kleine Katze oder wir so. Wir müssen nicht immer alles attackieren einfach. Was willst du denn sonst damit machen? Wir müssen eine Schusswaffe. Wir können ihn eigentlich mal beschießen, Alter, von unten. So sieht's nämlich aus. Krieg bricht aus. Okay. Um was kümmerst du dich gerade? Um welche Zutat sozusagen? Stahlrohr oder modulare Rahmen? Felix? Ich bin gemutet. Wieso bin ich gemutet? Felix, kümmerst du dich gerade um Stahlrohr oder modulare Rahmen? Modulare Rahmen. Ich habe mich irgendwie gerade aus Versehen gemutet, keine Ahnung. Modulare Rahmen, okay. Wo sind denn die Stahlrohre? Die Stahlrohre, sind die hier schon oben irgendwo? Nee, die müssen ich glaube nicht, die sind nur unten, glaube ich. Ja, sieht ganz danach aus. Das unten heißt, in der Ecke. Die kommen aus der besten Fabrik, die es gibt. Die kommen natürlich aus der besten Fabrik, die es gibt. Hier vorne sind die, okay. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt hier auch wieder einen Aufzug für machen. Müssten wir das jetzt hier irgendwie splitten und dann müsste das in den Aufzug gehen. Wieso läuft das eigentlich schon so weit oben? Weil es eigentlich muss, ne? Okay, dann machen wir jetzt hier den Splitter rein. Einfach so straight daneben, würde ich sagen. Machen das hier wieder weg. Und machen einen Aufzug. Ah, da ist jetzt direkt ein Lager. Oh, okay, dann machen wir es vielleicht doch lieber hier hin. Dann machen wir den Splitter doch lieber hier hin. Nicht Fusionator, sondern Splitter. Der kommt dann so eng wie möglich hier hin. Da muss er dann auch nicht so hoch gehen. Dann haben wir hier unseren Aufzug. Hallo? So. Ist das die richtige Höhe? Ich glaube, so müsste es sein. Dann geht das hoch. Dann muss ich jetzt wieder fertig. Hochlaufen. Hast du verbunden? Oh fuck. Ich kann diese Treppen nicht laufen. Ich glaube, wir müssen hier entweder ein Sprungding hinmachen oder wir müssen einfach schnellstmöglich unser Jumpsuit machen. Okay, dann sind wir hier mit hier. Reicht das von der Höhe? Ne, ist zu niedrig. Da muss ich noch einen hochgehen. Also von hier. Hallo! Warum ist das denn jetzt hier so kompliziert? Geh da dran! Ja. Meine Güte. Ist das jetzt hoch genug? Ja. So. Damit sind wir jetzt hier am Start. Ach du Scheiße! Kriegen wir jetzt hier noch oben einen draufgesetzt? Das wäre natürlich auch krass, wenn wir den noch da hochbekommen. So, von hier. Oh, es geht sogar. Lol, es geht sogar echt instant. Nice, das ist gut. Dann kommen wir nämlich mit dem auch noch hier an. So. Gott, ich kann es gar nicht sehen. Ich kann den Anfang schon wieder gar nicht mehr sehen. Holy moly. Ah, jetzt war ich da. So. Connecte dich los. Und von da jetzt nach da. Und... Ah, lol, du hast noch eine Etage oben drauf gesetzt. Oh, fuck. Da kommt das jetzt ein bisschen in die Quere hier mit meinem noch. Lol. Wie kommen wir denn jetzt hier... Ja, dann müssen wir halt einfach noch eine draufsetzen. So. Hä? Achso, kannst du hier noch einen Fördermast draufsetzen auf den linken? Auf den hinteren?
Auf den welchen? Auf den letzten. Nicht von hier, sondern auf der anderen Seite. Also nicht auf den hier? Nee, auf den dahinter. Ah, okay, ich weiß wo, ja. Jupp. So. Und von da... Und, geht das? Nein. Ist zu teuer, ist nur zu teuer. Ich brauche noch Steel Beam Dinger. Hast du noch? Oder kannst du es setzen? Ich probier. Jawohl! Nein, Alter. Sieht ja voll gut aus, Mann. Ja, das sieht echt ganz cool richtig aus. Geil. Richtige Achterbahn einfach. Leute, und ab jetzt werden hier schwere modularen Rahmen gemacht, die wir in Zukunft auf jeden Fall noch häufig brauchen werden. Das war's jetzt allerdings auch mit der heutigen Folge. Wenn es euch heute gefallen hat, dann drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Take this as you, nehmt das Leben nicht zu ernst. Schaut morgen um 18 Uhr wieder beim DNR rein und vergisst natürlich nicht den Supported Creator Code. Take it easy, Leute. Wie viel brauchen wir denn? 2 werden nur pro Minute gemacht. Strom noch. Ist das nicht verbunden? Nein, ich habe kein Kabel. Ich hab's aber doch schon verbunden. Das stimmt. Hä? Es ist schon verbunden. Warte mal, wieso? Nee, probier nochmal. Wir haben nicht genug Stahlrohre. 13 von 15 Stahlrohren sind nur drin. Ach so. 14. Ach so, wo kommen die so langsam? Ach so, die sind übelst langsam. Jetzt kommt einer rein. Jetzt geht's los. Eieieiei, Leute. Das war's, wie gesagt, für heute. Wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder beim DNR. Bis dann, macht's gut. Und tschüss. Tschüss.